Aus demokratietheoretischer Sicht steuern wir meiner Beobachtung nach auf ein Modell des Connected Capitalism zu. Das heißt, eine Marke ist nur dann gut, wenn sie sich in ihrem Kontext, in ihrem Ökosystem bewegt. Zu diesem Ökosystem gehören Partner, gehören NGOs, gehören politische Institutionen, aber auch eben die Zivilgesellschaft im breiteren Sinne, Bürger, die dann Konsumenten sind und dort ihre Meinungsäußerung, wie wir das ja auch in der Empirie festgestellt haben, zum Teil ihrer Konsumentscheidung machen. In diesem Connected-System agieren Marken heutzutage und diese Kontexte müssen sie beachten.